Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy 13. Seit der letzten Episode habe ich ein bisschen was eingekauft und hauptsächlich auch verkauft. Und zwar, eigentlich kann ich das anders demonstrieren. Und zwar habe ich einen zweiten Weigandenreif gekauft hier, damit ich zwei habe. Zauberspiegel habe ich einen Haufen, aber ich brauche da noch einen Weigandenreif. Das ist der auf Bonus 3, das erkläre ich euch gleich. Das hat einen Sinn und ich habe einen Haufen von meinen Komponenten verkauft. Eigentlich habe ich alles verkauft, außer Teilchenbeschleuniger und Kompaktfusionsreaktoren, weil ich zum Aufwerten eigentlich fast nur noch Großknochen und Supraleiter benutzen möchte. Was ich getan habe hier ist, eigentlich kann ich alles reindonnern. Ich habe den einen auf plus 3 gebracht hier, um auszurechnen, wie viel ich denn brauche. Denn wir brauchen hier 37 Supraleiter, um den Weigandenreif auf Stern zu bringen. Und das möchte ich eben tun für den nächsten Bosskampf, damit ich ein paar Stärke-Accessories habe. Denn wir werden jetzt erstmal die Laufstiefel für den nächsten Kampf nicht brauchen. Darum kriegen Lightning und Fang einen Weigandenreif und Hope kriegt seinen Zaubererspiegel. Der bringt uns im Moment halt einfach mehr als die anderen. Darum habe ich mir gedacht, ich stelle das mal her. Paradigma, haben wir das Richtige, denn wir gehen jetzt hier weiter. Und zwar haben wir hier vorne einen riesigen Roboter. Yay! Natürlich kommen hier auch riesige Roboter. Was wäre ein Final Fantasy ohne einen riesigen Roboboss? Dieser, zumindest im Englischen, hat der, glaube ich, den gleichen Namen wie der Stolz-Robo aus Final Fantasy 7. Und ja, hier, ja, Grosch, du lebst noch. Ich dachte eigentlich, du bist erschossen worden. Ich dachte, der wurde erschossen. Ja, das heißt, wir sind mächtiger als alle anderen Menschen und dementsprechend werden wir eine gute Hilfe für euch, oder nicht? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Roche und sein fliegender Stolz-Robo hier. We can trust the pawns no more than the Falsi who move them. Humanity's fate rests in its own hands. Okay. Und damit geht der Kampf gegen. Wie heißt er denn wirklich? Stolz-Robo. Okay. Noch besser. Das heißt, du heißt sogar Stolz-Robo. Erstmal Stolz-Robo analysieren. Dann würde ich sagen, wir sabotieren ein bisschen. Hast du irgendwelche. Nee, du bist gegen alles im Mond. Egal, wir sabotieren trotzdem. Und zwar hätte ich gerne Hass und. Ja, okay, das reicht. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur Hass und Protest auf meiner ganzen Gruppe. Damit ich jetzt den schnell staggern kann. Was finde ich interessant, dass du komplett immun gegen alle Statusveränderungen bist. Das heißt, das ist halt leider so ein kleiner Nachteil. Aber okay, wir haben ihn jetzt gleich gestaggert. Wir wollen ihn aber auf jeden Fall noch ein bisschen weiter staggern. Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall weiter, bis die Schockleiste bei der Prozentanzeige angekommen ist. Und dann hauen wir mit dem Sturmkommando drauf, um Schaden zu machen. Bist du eigentlich immer noch immun gegen alle Zustandsveränderungen? Definitiv. Ich hoffe, ich kriege den Damage zusammen. Aber es sollte gehen. Ja. Also ich kriege auf jeden Fall noch zwei Runden Damage locker rein. Oder vielleicht nicht. Ich habe eine bessere Idee. Und zwar benutzen wir den Formationsspalter. Um zu verhindern. Na wunderbar, das hat wunderbar funktioniert. Damit haben wir ihn gekillt. Das ist der Vorteil vom Formationsspalter. 20.000 Erfahrungspunkte und einen sehr, relativ einfachen Boss. Aber als Belohnung gibt es noch einen Teilchenbeschleuniger. Also ihr seht, an und für sich ist er nicht wirklich ein schwieriger Boss. Der Formationsspalter war richtig gut getimed, damit ich ihn schön mit der
super mit der letzten Attacke schön noch wegknallen konnte. Und er macht Schaden abhängig von der Prozentanzeige eurer von der Stagger-Leiste. Why can't we just work together? Weil das sonst keine. Das wären sonst nicht unsere Gegner. Not yet. And we can't give up. No one else knows the truth. Am I right? Natürlich hast du recht. Only we know about the plan to destroy Cocoon. And which Falsi's behind it. Bartandalus. Then what are we waiting for? It's time for some payback. Er hat Zeit, um dem mal ein bisschen aufs Maul zu geben. People are gonna have to wake up from this nightmare. Let's show them how human we still are. So, erstmal meine. Aber bevor wir das tun, muss man erstmal meine Ausrüstung wieder ändern. Denn für die nächsten Gegner brauchen wir wieder. Ah, da müssten wir hin, ja. Auch gleich eine Hilfe. Aber für die nächsten Gegner hätte ich gerne meine Sprintstiefel wieder. Das wird jetzt wahrscheinlich des Öfteren der Fall sein, dass wir vor einem Bosskampf von den Sprintstiefeln zu den Weigandenreif wechseln, weil, oder von den Laufstiefeln besser gesagt, weil das Auto hält leider nicht lange genug und dadurch, dass Hopes jetzt sowieso zaubern kann, sind wir sogar noch besser dran. Eine Sache noch zu der Mäzen und zu der Sammlerseele, die ich equipped habe. Diese erhöhen die Ausbeute und, oder besser gesagt die Chance auf Komponenten oder Items nach den Kämpfen. Und bei jedes dieser Items erhöht die Chance exponentiell. Das heißt, der Mäzenbonus erhöht die Chance auf den seltenen Gegenstand. Die Sammlerseele erhöht die Chance auf einen normalen Gegenstand. Die Abfrage für Gegenstände ist, es wird zuerst kontrolliert, ob du einen seltenen Gegenstand bekommst, danach, ob du einen normalen Gegenstand bekommen würdest. Das heißt, wenn ihr einen normalen Gegenstand farmen wollt von einem Gegner, seid ihr besser dran, wenn ihr nur die Sammlerseele equippt, weil das Erhöhen von dem seltenen Gegenstand in gleicher Weise auch verringert, dass ihr den normalen Gegenstand bekommt. Macht eigentlich Sinn, weil wenn ihr einen seltenen Gegenstand bekommt, könnt ihr den normalen nicht mehr bekommen. So funktioniert das Prinzip hier. Es wird zuerst kontrolliert, ob du den seltenen Gegenstand bekommst. Wenn du den seltenen Gegenstand bekommst, gibt es gar keine Abfrage nach einem nach dem normalen Gegenstand mehr. Das heißt, eben, das, was ich sagen wollte, ist, wie gesagt, wenn ihr einen normalen Gegenstand von einem Monster farmen wollt, nicht die Mäzenseele ausrüsten. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Ja, rennt weg! Oh! Ja, zurück hier! Hey! Hey! Ich meine, das sind unsere Feinde, aber trotzdem, lass den doch nicht mit einem Adamantamar allein. Oder besser gesagt, ein Adamantkelis. Ja, wir beschützen dich. Ja, Leute, ihr seht schon, wir müssen jetzt einen Adamant besiegen. Wir müssen einen Adamantkelis besiegen. Wir kommen jetzt nicht mehr drum rum. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit. Nee, nicht Fluch. Wo ist es denn? Gemach. Erstmal Gemach. Perfekt. Debrotes ist drauf. Deval. Und Morbid. Jetzt wird erstmal unter gestaggert. Und dann müssen wir nur noch killen. Er ist jetzt eigentlich eh schon. Die sind eh schon sehr arm. Wenn ihr die ganzen Debuffs drauf bekommt. Weil mittlerweile sind wir wirklich stark genug, die auch effektiv zu killen. Okay, das war's. Das wird. Nee, nicht mal. Wir schaffen es zu gewinnen, ohne dass einer stirbt. Ihr seht schon, mittlerweile sind die kein Problem mehr. In einer Minute sind die gekillt. Aber eben, wir sind jetzt an dem. Ihr seid an dem Punkt angekommen. Dieser Kampf hier, ihr kommt an dem nicht vorbei. Ihr müsst den besiegen. Das heißt, wenn ihr bis jetzt immer ausgewichen seid vor den Adamantkelis und eben noch keine bekämpft habt, müsst ihr hier halt sehr schnell lernen, wie ihr die Gegner besiegen könnt. Denn, sagen wir es mal so, es kommen jetzt noch mehr von den Viechern, die wuseln jetzt hier die ganze Zeit überall rum und wir müssen die, wir mussten den einen killen,
Die anderen, die jetzt hier rumstehen, die sind optional. Aber die geben relativ gute Erfahrungspunkte, von daher möchte ich sie killen. Ja. Also ich habe die meisten Monster gesehen. Oh, die Richterlanze. Und ja, während ich mich auf die Richtlanze konzentriert habe, habe ich verpasst, wie hier hinten alles kaputt geht. Ich weiß gar nicht, was die kann, die Richtlanze. Ist gut. Schock, kleine TP-Heilung. Crap. Brauchen wir nicht. Ich glaube, die hier sind neu. Die Soldaten hier wollen uns trotzdem ans Leder. Und ja, okay. Nee, ich brauche das Paradigma sogar. Für den da, das ist ein neuer Gegner. Für den da hätte ich gerne meine Sabotierfähigkeiten. Und zwar haben wir hier einen Humbaba. Wieder einen BMO-Typ. Erstmal gemacht. Wunderbar. Movit. Wunderbar. Deprotes. Und Geval. Und jetzt gibt's volles Fund aufs Maul. Mit den ganzen Buffs, die wir durch Hope bekommen haben, ist der jetzt natürlich total arm. Ihr seht schon. Wir machen hier unmenschlich viel Schaden. Ich meine, er steht jetzt zwar auf und die Buffs sind jetzt gleich, also seine Debuffs sind jetzt gleich alle weg, während wir zwar die Buffs haben. Ich werde jetzt aber auch nicht mehr nachbuffen, denn wir machen so viel Schaden und wir werden ihn auch gleich staggern, dass er sowieso tot ist. Also sein Schaden ist aber auch relativ gut. Aber ihr seht schon, wir sind mittlerweile so overpowered. Selbst der Humbaba hier kann uns nichts mehr entgegensetzen. Wir können ihn einfach weghauen, das gäbe es keinen Morgen mehr. Eben zu den ganzen Komponenten, die wir hier einsammeln. Ich werde das ab sofort alles mehr oder weniger verkaufen. Das Einzige, was ich behalten werde, sind Teilchenbeschleuniger und Kompaktfusionsreaktoren. Weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich werde zum Aufrüsten ab sofort ausschließlich nur noch Supraleiter und Großknochen benutzen und diese selber manuell kaufen, weil die einfach besser geeignet sind und sehr, sehr viele Erfahrungspunkte geben. Die sind auch relativ günstig. Das heißt, ich werde alles andere an Komponenten einfach verkaufen, um ein bisschen Geld daraus rauszuschlagen. Ich meine, theoretisch könnt ihr die auch einfach alles benutzen und euch so die Kosten für Supraleiter kaufen sparen, aber ich bin der Meinung, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt. Stattdessen ist es besser, ihr verkauft die Komponenten und kauft damit Supraleiter und Großknochen. Ist meiner Meinung nach der bessere Deal. Na, dann haben wir ein paar Soldaten plus Humbaba. Oh, das war sogar schon ein relativ knapper Kampf. Aber durch die Tatsache, dass die Humbabas und diese scheiß Soldaten gegeneinander kämpfen. Und auch die sind weg. Ja, was haben wir hier schon? Das ist auch nichts Neues. So, was ich jetzt mal tun sollte, wäre vielleicht ein Splitschlag-Paradigma wechseln. Denn ich kämpfe hier schon die ganze Zeit mit den falschen Paradigmen. Ich brauche das eigentlich nur für die Adamants. Für die anderen geht's eigentlich ohne. Komm her. Komm, Spiel. Ja, ich warte ja schon, bis ihr herkommt. So, die beiden hier werde ich jetzt auch schnell offscreen killen. Ich kill sie beide auf einmal. Das heißt, für euch ist das ein Cut. Ich stehe jetzt bei dem da und stehe dann gleich neben dem anderen. Wunderbar, damit sind sie beiden ausgelöscht. Und als Belohnung dafür hat es sogar noch ein bisschen Goldstaub gegeben. Sehr, sehr gut, denn das kann ich wieder für einen Haufen Kohle verkaufen. Hier hinten haben wir noch eine Schatzkiste, wer auch immer die hier hingepackt hat. Kann ich euch leider nicht sagen, aber hier sind 15.000 Gil drin. Auf jeden Fall eine schöne Summe, mit der wir gut was anfangen können. Und die da, ihr seht, ich habe wieder das Paradigma gewechselt gehabt. Für die Adamantheimer ist es das einfach viel zu gutes Paradigma. Aber jetzt kommen wir uns erstmal um die Soldaten hier. Die weg. Ihr könnt den Haufen Kohle machen. Die ganzen Monster, die ganzen normalen Gegner droppen Düner-Aggregate. Durch die Adamant-Kelis kriegt ihr auch ein Schweinegeld. Also hier gibt es echt einen Haufen Kohle. Oh, haben wir nochmal so ein... Ey! Das Ding kenne ich doch. Oder ist das ein Aufzug? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben sie diesen
Behemoth da hinten kaputt geschossen. Und dann kümmern wir uns um den da. Damit haben wir auch den weggeballert. Und hier, ja, der Behemoth ist halt leider schon tot. Den konnten wir nicht mehr ausschalten, weil er tot ist. Neue Waffe. Ach ja, die Richtlanze. Ansonsten. Die tonnenweise Dünaggregate, Booster und so Zeugs. Datalog. Ja, ein bisschen was in der Gegnerdatenbank. Wie eben den Stolz-Robo. Ich meine, ich habe das meiste in der Gegnerdatenbank einfach nicht gezeigt, weil wegen. Weil wir sie halt kennen. Ja, hier. Humbaba. Einfach nur, weil mir das. Ja, mir ist das so lieber. Ich möchte aber kurz was gucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht einen Schatz vergessen habe. Und mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Ich wusste, ich habe was vergessen. Und zwar da oben. Da seht ihr sie sogar. Ich wusste, dass ich hier irgendwie was vergessen habe, aber. Ja. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich meine, es ist jetzt nicht überlebensnotwendig, weil ich sag's euch jetzt schon, es sind nur Komponenten. Aber ich glaube, es sind relativ gute. Idealleiterelemente? Waren das die? Okay, nee, die hätte ich sowieso. Nee, die sind nur zum Verkaufen. Also ich habe nichts Überlebensnotwendiges verpasst, aber. Hätte mich doch gereut. Außerdem möchte ich schon, so gut es geht, alle Schätze zeigen. Und damit sind wir hier fertig. Das heißt, jetzt müssen wir hier durch diese Tür hier gehen. Mich doch wundert, dass das hier eine Tür ist. Ich meine, ich hatte gerade eben so eine Art Aufzug hier gesehen. So, ist es ein Aufzug? Das ist wahrscheinlich. Ja, ich verstehe es nicht. Es könnte ein Aufzug sein. Aber auf jeden Fall sind wir hier durch. Und wenn dieser Ladebildschirm vorbei ist, müssten wir eigentlich auf der anderen Seite sein. Und hier müsste ein. Ist das hier? Hier. Ich bin ein bisschen paranoid, weil ich weiß, dass hier irgendwo ein verdammt gutes Item rumliegt. Das würde ich ungern verpassen. Ist das hier? Oder ist das später im Level? Da geht, da müssen wir weiter. Ne, ich glaube, das ist später im Level. Also hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Ich würde sagen, wir ballern noch schnell die Kristallpunkte. Ich würde nämlich gerne noch die ganzen Nebenklasse, die ganzen Klassen auf Maximum bringen, solange wir hier sind, weil mit den 250.000 müsste sich das eigentlich ausgehen. Und die extra HP sind jetzt natürlich wirklich schon, ich meine, ich habe jetzt schon über 8.000 HP. Müssen wir eigentlich mit den Hauptklassen fertig sein? Richtig. Wie sieht es bei dir eigentlich mit dem Verheerer aus? Ich glaube, ich hatte nur Feuer und Blitz gelernt. Da müssten die anderen beiden Elemente sein. Richtig. Eis und Aqua. Perfekt. Damit hat die gute. Ah, da ist noch Aero. Damit hat die gute dann jetzt gleich alle Elemente gelernt. Und damit ist sie jetzt auch ein sehr brauchbarer Verheerer. Fürs Erste möchte ich nämlich die Schlag-Abilities, obwohl ihre Stärke so gut ist, noch nicht lernen. Hier lernt sie auch die ganzen Radzauber. Aquara, Feuerer, Aerora. Eben, man sieht schon, sie lernt alle Elemente. Das ist schon sehr cool. Hier ist Gar, Sturmangriff. Also das muss man ihr lassen. Sie lernt alle Elemente. Und hier ist ihre Rollenstufe. Also wenn ihr Punkte in den Verheerer bei Fang donnert, die wird richtig gut als Verheerer. Und das werde ich später auch definitiv verwenden. Light hat hier erstmal alles. Richtig. Light war nur noch als Heiler dran. Bei Lightning möchte ich als nächstes in den, wenn ich hier fertig bin, was ich gerade bin, möchte ich bei ihr in den Manipulator investieren. Für den Anfang erstmal ein paar Manipulierfähigkeiten lernen. Die erste wäre hier Deprotis. Wenn ich es hinbekomme, würde ich noch gerne hier Deval lernen. Ich glaube, das ist Deval. Was haben wir hier oben? Hier ist erstmal nix. Morbid, da würde ich gerne noch hin, weil das sind die drei großen
Elemente, oder was ist das, die drei großen Unterbrecher. Manipulierer-Fähigkeiten, so, die ich gerne alle hätte. Super. Hier sind wir, waren wir überall fertig, nicht, dass ich hier noch... Jo, wunderbar. Und hopp. Verheerer war fertig. Augmentor war fertig. Du warst nur noch am Heiler. Hier gibt es nur noch einen Haufen Statuswerte einzusammeln. Ich glaube, dich hatte ich schon in den Manipulator investieren lassen. Aber das ist nur Deprotega. Hier haben wir Devalga. Kriegst du Mobiga? Ne, das ist Bann. Aber so weit möchte ich gar nicht. Fluchgar. Ne, bei ihm werden wir was anderes machen. Hope wird jetzt nämlich den Brecher freischalten. Das hat lange gedauert, muss ich auch sagen. Wir wollen nämlich eigentlich nur Ruinen. Der Rest interessiert mich bei Hope gar nicht. Dann werde ich doch noch ein bisschen was in den Manipulator stecken. Zumindest Devalga. Und hier oben waren, dann sind wir nämlich mit allen drei Hauptcharakteren auf demselben Niveau in Sachen Crystarium. Das passt gut. Der Brecher, der wird, wie gesagt, es ist seine... Hope hat einen extrem guten Magiewert. Und Ruin macht bei Hope sehr, sehr viel Schaden. Und dadurch, dass wir jetzt nur Ruin können, kann ich das sehr gut missbrauchen. Die anderen Charakter werde ich wie immer offscreen leveln. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir weiter spielen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tritalo.